Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge AI War 2. Schön langsam verstehe ich zumindest ganz oberflächlich, wie das Spiel funktioniert. Und schön langsam verstehe ich auch, woher die ganzen positiven, sehr positiven Steam-Reviews kommen. Denn jetzt, wenn man es mal begreift, macht das durchaus Spaß und Sinn. Am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich so... The fuck? So, unsere Flotte verlässt jetzt das Loch, zumindest die ersten paar. Die Schweren kommen ja leider erst noch. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, das dürfte auch schon ganz gut hinhauen, dass wir hier durchrocken können. Oh oh, wir werden angegriffen. Aber es sieht ganz gut aus. Ach so, nee, warte mal. Das ist das, was ich gerade angreife. Diamond wird in 5 Minuten angegriffen. Aber ich habe da jetzt so viele Verteidigungssysteme gebaut. Das sollte eigentlich hinhauen. Jetzt werden wir hier mal durchpflügen. Was ist denn das da? Kleine Gegnerschwärme. Oder gehören die zu mir? Aber irgendwie sind die meine Farbe. Aber was seid ihr denn? Drohnen. Fusionsbomber-Drohnen. Okay, cool. Das wusste ich gar nicht. Anscheinend habe ich Schiffe, die kleine Drohnenschwärme rausschicken, die dann automatisch attackieren. Aber es sind nicht technisch gesehen alle meine Schiffe Drohnen, weil ich meine, irgendwie ist das alles KI-gesteuert hier. Ich bin quasi die KI, oder? Die große KI, die menschliche Rasse verteidigt. Glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich finde die Musik seltsam unpassend irgendwie, oder? Oder geht's nur mir so? Was bist denn du eigentlich? Ein Wormhole Sentinel. Don't try to kill it. Just get away from it. It self-destructs if command station is destroyed. Okay, cool. Danke für die Info. Dann machen wir das. Taking up new vantage. So, sieht doch ganz gut aus. Dann wälzen wir uns hier mal noch durch die Flotte. Hoffentlich kommen jetzt nicht von Leerdorf ganz viele noch. Da kommen tatsächlich welche durch. Die schicken Nachschub. Oh oh, treffen jetzt hier die Flotten aufeinander. Ich glaube nicht. Ich glaube, die können gar nicht schnell genug durchkommen, wie ich die wegschieße. So, wir machen die noch kaputt. Gut, 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 gut. Aber jetzt fliegt ihr sofort weiter nach Leindorf. Leindorf brauchen wir jetzt auch noch. Ich glaube, ich habe schon eine sehr hohe... Aufmerksamkeit bei der KI leider. Was nicht gut ist. Die merken schon langsam, dass ich ein Störfaktor bin und werden mich kaputt machen. On our way. Taking fire on neutral planet. So. 10-4. Erobern wir mal die Basis. Was ist denn das da? Der gehört nicht hierher. Ein Granatenwerfer Guardian von den AI-Huntern. Der gehört nicht hierher zu der Sentinel AI. Crazy. Oh, von Hahn kommen jetzt aber ganz viele durch. Ich glaube, ich muss sie mal näher ans Loch bringen, meine Leute. Oh. Wo kommen denn die her? Ich dachte, die ist leer gefegt. Ist sie auch. Ah ja, na gut, ich glaube, wir haben schon ziemlich gewonnen. Ja, da kommt wirklich noch was durch aus Hahn. Ganz so leicht geben die nicht auf. Und zwar ganz schön sogar. Kommt ganz schön was durch.
So, könnt ihr noch eben schnell das da kaputt machen, bitte? Gut, jetzt verteidigt hier mal. Ach so, da ist auch noch was. For next barrage? Was? Was? Für wen? Hä? Okay, jetzt brauchen wir mal noch... Oh, wir können ganz viel neue Pike-Corvettes bauen. Wahrscheinlich, weil die gerade kaputt gegangen sind. Ha? Jetzt brauchen wir mal noch Kolonieschiffe. Und zwar 2 Stück. Die schicke ich mal hier hin. Ach, wie schön diese Musik ist. So entspannend. Ah, ist schon da. Dann mache ich hier mal eine Ökonomiewelt. Das dauert jetzt leider ein bisschen, weil ich keine Handwerker mehr bauen kann und keine dabei habe. Und den anderen schicke ich gleich mal hier hinüber. Oh, da ist noch ein Gegner, der noch schießt. Das ist nicht gut. Nein, nicht auf mein Kolonieschiff schießen. Wo kommen wir denn da hin? Weil das hier ein Grenzposten ist, mache ich mal eine Militärbasis. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich einen Unterschied macht oder ob das nur grundsätzlich so ein bisschen die Werte verändert. Okay, cool. Diamond wird angegriffen. Jetzt schauen wir mal, ob unsere Verteidigungstürme, die wir aufgebaut haben, helfen. Och, scheint ganz gut zu funktionieren hier. Ja, gefällt mir. Aber die sind irgendwie getarnt. Die ploppen irgendwie nicht. Irgendwie sind die wirklich getarnt, aber trotzdem mache ich sie ziemlich kaputt. Werden eigentlich die Minenfelder auch wieder aufgefüllt? Das sind Remains. Jetzt pass auf. Wenn das Remains sind, würde es doch Sinn machen, wenn ich... Ingenieur. Nee, oder? Nee. Aber was ist denn so ein Ingenieur? Was verstehe ich gerade gar nicht. Ist das einfach nur... Ach so, das ist das, was sich hier in dem Sektor befindet. Ich bin auf dem falschen Tab. Verzeihung. Einen Rebuilder brauchen wir. Genau. Ich mache mal noch ein paar Rebuilder. Der füllt die Minen wieder auf, oder? Ja, genau. Ah, ich brauche in jedem Sektor, in dem wir Minen haben, auch Rebuilder unbedingt. Machen wir mal 2. Oder 3. Und hier in unserer neuen Grenzwelt... Was ist los? Ach so, weil hier wieder gekämpft wird. Jetzt kommt aus Altair die nächste Welle in 8 Minuten. Der Altair habe ich jetzt natürlich nicht so gut verteidigt. Verdammt. Was ist denn ein Tractor Array? Locks on nearby enemy ships, preventing them from moving, but not firing. Ja, ich baue mal welche. Keine Ahnung. Aber ich kann zum Glück noch sehr viel Minen bauen und genau das werde ich hier jetzt machen. Wir machen hier ein Minenfeld, das sich gewaschen hat. Die werden sich noch wundern. Die werden so explodieren, wenn die versuchen hier lang zu kommen. Okay, ach, 7 kann ich noch bauen. Komm, die machen wir jetzt auch noch schnell. Na, oder auch nicht? 10-4. Okay. Gut, passt schon. Passt schon. Ich könnte mal wieder ein bisschen was in Forschung stecken. Wie wär's denn... Was ist denn ein mobiler Builder? Can construct various constructions on a planet, even if you don't own that planet. Weiß ich nicht genau. Mobiler Space Dock, der gleich für die Flotte produzieren kann, weiß ich auch nicht so genau.
Ich mache mir dieses Carrier Starship noch stärker. Und wisst ihr was? Das machen wir jetzt noch stärker. Bam! Cool. Widow Minefield. Was? Ich könnte neue Minenfelder erforschen anscheinend. Ich glaube, ich mache das mal. Damage split between targets. All targets in range. High chance of detonating when hostile ships move near it. And damage multiple with each impact. Okay, das heißt, das sind Minen, die Flächenschaden machen und mehrere Gegner gleichzeitig attackieren, quasi. Baue ich auch mal noch ein paar hier in unser kleines Minenfeld. Hier ist nirgends mehr Platz da hinten. Und da bauen wir auch noch ein paar davon. Und um unseren Schutzschildgenerator rum auch. So, okay, gut. Genug gesichert, würde ich sagen. Gehen wir mal hier zu der neuen Grenzwelt. Die muss auch mal noch dringend gesichert werden. Was ist denn da los? Ach, da unten sind irgendwie noch Gegner. Aber da wird sich schon drum gekümmert. Dauert nur ein bisschen. Okay, Schiffe. Gib mal ein bisschen weg. Excellent idea. Und jetzt bauen wir hier mal ganz viel von diesen neuen Area-Minen. So, und jetzt ganz viel Geschütztürme. Das sind die mit sehr viel Reichweite, die kann ich hier hinten alle hinbauen. Ah ja, da ich hier jetzt keine Ingenieure habe, dauert das alles ein bisschen länger. Schade. Rebuilder brauchen wir aber auch fürs Minenfeld ein paar. Wo habe ich denn noch Ingenieure rumstehen? Hier habe ich auch noch gar nichts gemacht. Wobei das hier ja eigentlich relativ sicher ist. Also ich meine, da muss erstmal jetzt hier Lyford fallen. Lerford. Kann ich das umbenennen, wenn ich will? Nee. Oder? Nee. Naja, wie dem auch sei. Was wollte ich machen? Ach so. Ich wollte noch ein paar Geschütztürme platzieren. Nämlich Granatenwerfer zum Beispiel. Und Nukleoptik. Nukleopteryx. Und Concussion Targets. Seit wann haben die denn alle so riesen Reichweite? Das ist voll irre, voll cool. Und Spider Targets. Turrets, die ich noch nicht so ganz verstehe. Die attackieren die Engine. Wahrscheinlich können die wirklich festhalten. Deswegen heißen die auch Spider. So, was das da, was diese Command Station Upgrades sind, verstehe ich auch nicht, weil ich klicke drauf, aber so richtig passiert nicht wirklich was. Keine Ahnung. Also auf Spider wird jetzt gerade am allermeisten gekämpft. Da kommen... auf Diamond meine ich. Da kommen eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Gegner durch. Das ist nervig. So, das ist die gesamte Karte. Das müssen wir alles erobern. Wow. Also ich meinte hier... Was ist denn das da? Ein Processor of AI Sentinel. Helps the AI targeting computer. Destroy one processor will increase AI progress, but with a substantial decrease in AP progress. When you destroy them all, blocks. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber da wären zwei von diesen Dingern.
Aber das da oben könnte man halt echt gut erobern eigentlich. Aber die Welt hier ist super pain in the ass. Die Welt hier ist super pain in the ass. Guckt euch das an. So viel Welten. Aber wenn ich die alle erober... Ja, dann erobern wir jetzt einfach mal alles. Aber die sind eigentlich momentan harmlos. Wie wär's denn, wenn ich mal die beiden Nervigen erober, die uns die ganze Zeit hier an die auf die Pelle rücken? Kommt doch mal alle nach Diamond, mein lieben kleinen Schiffchen. Und dann werden wir, glaube ich, mal nach Altai fliegen, wenn ihr alle hier sind. Seid. Und dann werden wir Altai mal in die Luft sprengen. Pziu, pidi, pidi, pziu. Ach guck, die Handwerker hier, die sind cool. Die fliegen nämlich gleich zu den Schiffen und reparieren die. Das machen die nämlich. So, ich würde sagen, jetzt warten wir, weil in 40 Sekunden kommen ja eh die aus Altai hierher. Arschbatzen. Moving to new station. Bis jetzt sind nur die Scouts da. Ah, da kommen die ersten anderen. Gut. Right away, sir. Kommt mal alle hierher. Moving to new station. Ja, das ist echt cool, dass die jetzt alle noch repariert werden von den Reparaturdrohnen. Schön, nett. Ganz schön nett. Gut, dass ich einen Zwischenstopp gemacht habe. Jetzt können die Drohnen hier alles reparieren. Und die Gegner, die in 7 Sekunden hier durchkommen oder in 3 jetzt, werden gleich ganz schön... Oh oh, wir sind gleich tot, sagen. Scheint zu funktionieren. Ich habe hier eine Stärke von 72, die von 0,03 momentan. So, das war's. Das war die große Welle. Jetzt kommt mal meine große Welle. Oh, die haben da aber auch 14. Oh, das ist nicht wenig. Wie viel habe ich? Über 40. Okay. Copy. I'll see you done. Under attack on enemy world. Wow. Aber das sieht gut aus, glaube ich. Das wird schon hinhauen. Yes, sir. Räumt mal da hinten auf. Erstmal. Squad, move, move, move! So. Keep it, mate. Crazy! Crazy Superschlacht hier. Moment, sind die jetzt echt... Wo sind die hin? Habe ich die echt schon kaputt gemacht jetzt, oder? Was ist passiert? Ich habe es nicht mitbekommen. So, von da kommen jetzt noch ganz viele gerade durchs Portal zur Unterstützung. Aber die werden ganz viel weggeschossen von mir. Oh, da oben ist noch ganz schön was los. Ah ja, die sollen kommen. Ich finde das immer witzig, die Symbole für die Dinger hier, für die... Wie heißen sie denn? Wenn mal einer kurz... On guard, für die On guard-Schiffe. Sieht so ein bisschen aus wie das Schiff von Samus. Von Samus Aran. So schräg nach unten fliegend. Schön. Vielleicht ist es das. Daher hat sie also ihr Schiff. Helmsman, plot new course. Oh, da kommen jetzt aber ganz schön. Die wollen es jetzt aber wissen hier. Die schicken hier nochmal einen ganz schönen Trupp hinterher. Mache ich da noch schnell kaputt und dann fliege ich wieder runter und blockiere mal das Loch da. Die fliegen alle, wandern die hier durch nach Admal oder so? Es sieht fast so aus, als würden sie das eigentlich wollen, oder?
4. Naja, wir haben hier eine ganz schöne Korvette-Armee oder so. Das war's. Das war's jetzt so ziemlich. Da oben ist noch ein bisschen Kleinzeug. It will be my pleasure. It will be my pleasure. What? Was ist denn das für ein Symbol? Zenith Power Generator. Not yet fully claimed. Okay. Das versteht mal einer. So, jetzt haben wir uns aber hier ganz schön in was eingebrockt hier. Das ist mal eine hardcore zu verteidigende Welt, die wir hier haben, befürchte ich. Ich brauche mal ein Colony Ship. Kann ich das gleich hier hinschicken oder wie funktioniert das? Keine Ahnung. Taking fire on neutral planet. Kann mal einer von euch Ingenieuren mitkommen? So. Ne, die Mine nicht. Nur die beiden. Genau. Die beiden fliegen jetzt mal hier hin. Ich frage mich, was das ist. Agent Zenith Device that harnesses huge amounts of energy from some mysterious source. Okay, das ist ein ziemlich guter Energielieferant. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, für was wir Energie brauchen. Deswegen bin ich da jetzt nicht so... Ich habe noch nicht verstanden, was Energie macht. Sind das Kosten? Gibt es hier Energiekosten, wenn man was herstellt? Metallkosten? Nee, ich weiß wirklich nicht, was Energie macht. Naja. Bauen wir hier mal nochmal eine Militärstation. So, ganz viel Minen hier bei den Eingängen. Dann wird es im Grunde gleich drei Eingänge, die wir echt verteidigen müssen. Hasse ich jetzt schon. Wobei, wartet mal kurz, weil Diamond wird immer noch... Ach nee, das stimmt schon. Oh, hier drin haben wir Enemy Activity. Wo? Ja, die kommen nicht weit, denke ich, oder? So, und ganz viel Geschütztürme natürlich. On our way. So. Von denen können wir so viele bauen. I'll make this happen. So viele. Und wir haben auch so unglaublich viel Eisen. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man so viel Eisen hat. Ich habe das Gefühl, wir können ewig weiterbauen. So, das Ding hat so viel Reichweite, das ist echt ganz cool. Und das da erst. Kann alle Löcher gleichzeitig abdecken. Ja, dann noch ein paar von diesen Spider-Türmen, von denen ich keine Ahnung habe, was die machen. Cool. Cool, 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 cool. Hey, ich kann hier auf einmal wieder neue Ingenieure bauen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Aber finde ich gut. All sources of scientific knowledge in this system are exhausted. Oh, irgendwo hier? Hier ist feindliche Aktivität? Nicht viel, aber es ist welche hier. Ich baue mal ein bisschen Verteidigung hier, vorsichtshalber. Und hier haben wir auch feindliche Aktivität. Hm. Aber wie? Wie sind die hierher gekommen? Das verstehe ich nicht. We'll figure something out. 0,04. Wahrscheinlich sind Scouts, die hier durchfliegen. Getarnte kleine Scoutschiffe, die irgendwie rumpöbeln. Ach, Mensch. Leute, wir müssen schon wieder Schluss machen. Die Zeit verfliegt. Mann! Danke fürs Zusehen. Morgen machen wir weiter. Bis dann. Ciao.